In den Spektakeln zur Erinnerung an den 30-jährigen Krieg überwiegt das Militärische. Gefecht auf dem Marktplatz in Memmingen. So war es auch während des Krieges. Auf Flugblättern und in Büchern wurde vor allem dargestellt, was sich das Militärpersonal gegenseitig antat. Musketenschießen, jedes Jahr in Seesen. Das Schießgerät war allmählich verbessert worden. Es wurde schon halb industriell produziert. Entsprechend stiegen die Todesraten. Nach größeren Schlachten blieben die meisten Verletzten unversorgt und krepierten unter großen Schmerzen. Das Elend der einfachen Soldaten wurde in der Publizistik allenfalls gestreift. Auf Schlachtbildern liegen immer nur ein paar Tote herum. Tatsächlich waren es oft mehrere tausend. Die Schlacht bei Breitenfeld, nachgestellt von in- und ausländischen Gruppen. Ihr Tun nennen sie historische Rekonstruktion. Sie unterschlagen nicht die eigentliche Frontlinie, an der die meisten Menschen starben. Sie verlief zwischen Zivilisten und den Berufsmilitärs. Der Krieg im Krieg wurde vor allem zwischen Bauern und Söldnern ausgetragen und selten dargestellt. Das Mitleid der Gebildeten hielt sich in Grenzen, wenn den unteren Schichten Gewalt angetan wurde. Die Potentaten blieben meist den Sold schuldig und tolerierten dafür Plünderungen. Und die Opfer schlugen zurück, wo immer sie konnten. Flugblätter meldeten immer häufiger Folterungen zwecks Preisgabe versteckter Wertsachen. Die Kriegsherren mussten es dulden. Sie brauchten die Soldateska, um Land und Leute zu erobern. Ab 1620 wurden auch deutsche Städte im Sturm erobert und ihre Bewohner gequält. Zum Beispiel in Heidelberg. Die Gazetten mahnten nun immer eindringlicher zum Frieden. Es gab auch Bilder wie diese, wenn auch selten. Dergleichen wirft eben kein besonders günstiges Licht auf das christliche Abendland. 1620 schickten sich Spanien, Habsburger und die katholische Liga an, dieses Abendland weitgehend zu unterwerfen oder zu retten, nach ihrer Lesart. Unter Anführung des Herzogs von Bayern hatten spanische Truppen und die Armee der Liga eine Schneise der Verwüstung durch Oberösterreich gezogen, das Königreich Böhmen erobert und den Aufstand des protestantischen Adels niedergeschlagen. Kurfürst Friedrich von der Pfalz, den die Protestanten zu ihrem König gemacht hatten, setzte sich in die Niederländische Republik ab, die mit ihm verbündet war. Kaiser Ferdinand übergab die Regierung in Prag einem Statthalter und erklärte das Königreich Böhmen zur österreichisch-habsburger Erbmasse. 27 führende Persönlichkeiten des Aufstands wurden hingerichtet. Der Fiskus zog ihre Güter wie die der meisten protestantischen Adligen ein. Den Rechtsgrund diktierten die Sieger: Rebellion. Kurfürst Friedrich konnte sich nicht in seine Residenz nach Heidelberg zurückziehen, weil eine spanische Armee die Stadt eingeschlossen hatte. Im Sommer 1620 war eine spanische Armada von den spanischen Niederlanden aus in die Pfalz eingefallen und hatte fast alle Städte erobert. Kurfürst Friedrich, so die Rechtfertigung des Kaisers für die Eroberung, habe mit den böhmischen Aufständischen gemeinsame Sache gemacht. Spanien brauchte die Pfalz, um Truppen auf dem Landweg gegen die Niederländische Republik aufmarschieren zu lassen. Das war natürlich kein Rechtsgrund für eine Invasion oder für Plünderungen oder für Geld erpressen oder für Städte in Brand setzen. Während die Spanier eine evangelische Stadt nach der anderen eroberten und mit Besatzungstruppen plagten, lag das Heer der Protestantischen Union zunächst bei Oppenheim und verzog sich dann nach Worms. Die Truppen der Union beschränkten sich darauf, die Einnahme der Stadt Worms zu verhindern.
Ansonsten schonten die protestantischen Fürsten sich, ihre Truppen und kostbaren Kanonen, indem sie im Lager blieben. Ein Spottflugblatt. Nach langen Beratungen kamen die Herren der Union überein, dass sie sich nicht mit dem Kaiser anlegen wollten. Dann verzog sich jeder mit seiner Armee in die Heimat. Kurz darauf lösten die Fürsten die Union auch formell auf. Sie werden es bitter bereuen. Dafür gab es Frohlocken im Hause Habsburg. In der Pfalz waren nur noch die englisch-pfälzischen Besatzungen in Frankenthal auszuschalten, sowie die in Mannheim und in Heidelberg. Spinola wurde mit einem Teil der spanischen Truppen in die Niederlande abgezogen, zwecks Bekämpfung der abgefallenen Niederländer. Kaum war Spinola weg, verließen mutig gewordene pfälzische Truppen ihre Garnisonen, um im Umland tätig zu werden. Nicht gegen die verbliebenen Spanier, sondern gegen die eigenen Leute. Etwa in Bürstadt. Eine Meldung aus dem Theatrum. Die Pfälzischen haben in Bürstadt Ärger als Feinde gehaust. Kisten und Kasten geöffnet und alles ausgeraubt, auch die Früchte aus den Scheunen, die Türen ausgehoben, Kühe und Schweine niedergeschossen und alles verwüstet. So war die Pfalz nicht zurückzuerobern. Das wusste auch ihr Landesherr. Friedrich von der Pfalz im fernen Den Haag brauchte ein Heer. Und es gab auch noch eins. Es unterstand dem Kriegsunternehmer Mansfeld. Ernst von Mansfeld stand noch immer im Dienst des Pfälzers. Seine Truppe schlug sich im Herbst 1621 an der böhmischen Grenze herum. Schlagzeilen im Theatrum. Graf von Mansfeld richtet eine neue Armada auf und lagert in der Oberpfalz. Droht Bischöfen von Würzburg und Bamberg ins Land zu fallen. Herzog von Bayern schickt Tilly gegen Mansfeld. Die vorwiegend bayerisch finanzierte Armee der katholischen Liga sollte zunächst die Oberpfalz erobern. Armeechef war Graf Tilly. Sein weiterer Auftrag? Mit Mansfeld Frieden schließen oder seine Armee vernichten. Weitere Schlagzeilen. Vergebliche Verhandlungen in der Oberpfalz. In beiden Lagern brechen Krankheiten aus. Tillische werden von Mansfeld geschlagen. Der Mansfelder kommt mit List ungeklopft aus der Oberpfalz, will an den Rhein. Im Amt Bamberg wird nach Mansfelds Abzug registriert. Es gab Rauben, Abbrennen, Daumenschrauben, Aufhängen der armen Leute an Bäumen, Verwüstung, Wegtreiben des Viehs, sodass es einen Stein erbarmen konnte. Unterwegs verbreitete Mansfelds Truppe neben den üblichen Schrecken auch Krankheiten. Der Normalzustand dieses Krieges stellte sich ein. Ein Arzt beschreibt die Symptome der typhusartigen Krankheiten. Melancholie, Manie, krampfhaftes Lachen, Schmerzen in der Wirbelsäule, in den Zähnen, Pusteln in den Augen, Blindheit, Blutspeien, Geschwulste, Kolik, Würmer, Abortus, Harnbeschwerden etc. Mansfeld hatte seine Armee an Tilly verkauft, worauf Kaiser Ferdinand mit einem Te Deum schon den Endsieg gefeiert hatte. Kaum war die Tinte trocken, da zerriss Mansfeld den Vertrag und setzte sich mit 20.000 Mann nach Westen in die Rheinpfalz ab. Tilly folgte ihm mit dem Ligaheer. Sein Dienstherr, Herzog Maximilian von Bayern, wollte die Rückeroberung der Pfalz mit allen Mitteln verhindern. Sie war ihm vom Kaiser versprochen worden. Die Besatzung von Frankenthal freute sich, als sie Ende Oktober 1621 eine Vorhut der Mansfelder Armee erblickte. Ganz andere Wahrnehmungen hatten die Menschen am Neckar und im Odenwald, welche die Truppe nun zu ernähren hatten. Etwa 20.000 Mann. Aber dabei blieb es nicht. Tillys Mannen waren den Mansfeldern dicht auf den Fersen. Auch mit etwa 20.000 Mann. Das Theatrum über die Ausbreitung des Elends durch die Bayern
bei der Verfolgung Mansfelds. Die Armada unter Freiherr Johann von Tilly ist durch den Taubergrund streng vorgerückt und hat unterwegs bei Freunden und Feinden viel Schaden getan. Der bayerische Offizier Augustin von Fritsch war mit von der Partie. Wir konnten dem Mansfelder wegen des Neckars nicht bis in die Unterpfalz folgen. Das Niedermachen ganzer Einwohnerschaften ist für den bayerischen Offizier Routinesache. Daher haben wir regimentsweise etliche Städte, so Hichelbach, Neckargemünd und Wiesloch, im Sturm genommen und alles darin niedergemacht. In Neckargemünd ist der Hauptmann Kögler beim Sturm von der Leiter auf mich heruntergefallen und tot liegen geblieben. Die Mansfelder hatten in der Eile versäumt, am Neckar und im Odenwald zu plündern, zur Freude der Bayern. Theatrum? Sie nahmen weiter Eberbach, Moosbach und andere Orte ein. Tillys Volk streifte auch in den Odenwald und brachte viel Vieh und andere Sachen davon. Der Pfarrer Moterus über das Ableben eines Kollegen. Es kamen heute Nachrichten, es sollen die Bayerischen im Dorf Beerfelden gehaust haben, sowie den Pfarrer übel gemartert und seines männlichen Glieds beraubt, welcher bei dieser Marter seinen Geist geduldig aufgegeben. Über die Verstümmelung protestantischer Geistlicher berichtet auch ein englischer Reisender. General Tilly war in Beerfelden nicht dabei. Er wäre sicher eingeschritten. Tillys Grabkapelle in Altötting. Er hat hier zeitlebens kräftig gespendet. Der Feldherr galt und gilt als besonders fromm. Er ließ seine Krieger tatsächlich nicht ungeschützt in die Schlacht ziehen. Die Fähnriche trugen seine Kriegsfahne vor den Sturmtrupps her, eingewirkt darin das lieblichste Bild der Christenheit, Maria mit dem Jesuskind. Tilly wurde dennoch 1632 von einer Kugel getroffen und starb an den Verletzungen. Sein Schädel kann in der Gruft besichtigt werden. Tilly hat das Niedermetzeln von Zivilisten zumindest hingenommen. Theatrum? Besagter General hat Neckargemünd zur Übergabe aufgefordert, aber die Besatzung darin hat abgelehnt. Die Bayerischen haben am folgenden Tag den Ort mit ganzer Gewalt angefallen und erobert. Die Besatzung samt den Bürgern, Weibern und Kindern wurde meistenteils niedergehauen und ausgeplündert. In Neckargemünd wurden, wie in vielen anderen Städten, auch die niedergemetzelt, die sich nicht gewehrt hatten. Nach dem Kriegsrecht hatten die Verteidiger einer Stadt keine Gnade zu erwarten, wenn sie sich nicht ergaben. Die Kriegsherren tolerierten, dass die Söldner in der sogenannten Furie sämtliche Bewohner wie Verteidiger behandelten. Auch Tilly nahm es hin, und zwar besonders häufig.